Hallo Tenos, es ist soweit. Legendärer Meisterschaftsrang 3. Endlich können wir uns verdienen. Und dann geht's auch schon los. Tägliches Ansehenlimit werden die Belohnungen der legendäre Kern. Und da haben wir es natürlich drauf abgesehen. Es lässt alles drauf schließen. Die letzten Tests waren alle um Waffen, dass wir also eine Nahkampfwaffe brauchen. Und wir haben unser Keres Prime eingepackt. So, ja, genau, da haben wir recht. Und das sollte doch kein Problem sein, hier die Gegner wegzuschnitzeln. 10 in der ersten Runde. Die haben auch nicht viel auf Leben gesetzt. Und bisher läuft alles gut. Okay, die Hopsen springen uns an. So, nochmal draufgesprungen. So, und dann das letzte noch. Drei, zwei, eins. Das war die Level 1 gewesen. Die Gegner werden natürlich größer. Und jetzt 220 Gegner. Wir bleiben mal bei der Taktik. Wir zeigen ja immer relativ einfach Meisterschaftsrang. Tests bzw. Möglichkeiten, die wir dann hier beschaffen können. Also auch hier einfach mit unserem Sprung machen wir dann nämlich erstmal ordentlich radialen Schaden. Und dann können wir natürlich noch, zack, ja, den können wir auch weghauen. Aber dann haben wir auch, dass die Gegner stehen bleiben. Das erleichtert uns die Sache ein bisschen, wenn wir durch die Gegend springen und wir mit der jetzt hier hinter uns dann wieder auftauchen, dann hauen die uns ja nur ohne Ende Schaden rein. Ansonsten bisher wenig ein Problem. Ja, an der Außenkante sollten wir nicht unbedingt. Dann noch die Gegner. So, ja, da war schön zu sehen. Und ja, da ist er auch so schon platt und dadurch schon eine halb weg. Mit unserem Schmetterhammer. Letzter Gegner. Welle 2 geschafft. Da steht einer hinterm Posten. Gerade bei größeren Gruppen ist das mit dem Reinspringen dann ganz gut. Gerade wenn die jetzt hier Gewebe schon haben. Gegner waren es jetzt hier in der dritten Runde. Und auch wieder Dachzeit, aber die Zeit sollte hier eigentlich kein Problem sein. Wow, wo kommt denn der ganze Beschuss hierher? Und eine Minute haben wir noch Zeit für 14 Gegner. Den hatten wir ja vorhin schon. Boah, ach, ja. Zu viel Beschuss haben wir ja gesagt. Haut einfach einen auch weg. Und noch 5 Gegner, 20 Sekunden. Das sollte dicke drin sein. Noch 2 Gegner. 3 Sekunden Zeit noch. Super gelaufen. Ja, und zwar die Keros Prime haben wir hier benutzt. Relativ wenig Leben, unvorbereitet. Und der Test ist, naja, leicht würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt natürlich alles auf die Waffe drauf an, die dann benutzt wird. Und zeige ich euch auch gleich noch das passende Bild dazu. So,
Dann geht's zurück aufs Schiff und wir kriegen doch von Lotus erstmal uns Post. Ja, der legendäre Kern ist da. Meisterschaftsinsignie, goldene Legende. Ja, durch das Bestehen des Tests beweist du dich weiterhin und wirst stärker. Diese Meisterschaftsinsignie wurde geschaffen, um deine Erfolge zu ehren. Und Rang 3, legendär Rang 3, lohnt sich und unseren legendären Kern auf jeden Fall auch. So, dann schauen wir noch rein, was haben wir an unserem Bild so drauf, weil das Ganze ist ja eigentlich hier mit dem Charakter eher kein Problem. Ja, hier sehen wir unsere groben Grundwerte. Wir haben jetzt nicht allzu viel Leben, nicht allzu viel Schild. Einfach Reverend, der ist ausgelegt auf, ja, auf Fähigkeiten, Schaden und den können wir hier nicht machen. Also am Ende ist dieser Test mit, würde ich jetzt mal behaupten, mit jedem Charakter möglich, wenn er denn wirklich ein bisschen Leben oder sogar Schild hat. So, die anderen Waffen zählen alle nicht. Und wir sind dann hier bei Dual Kyrus Prime und dann noch kurz den Bild dazu. Das ist übrigens kein neuer Bild, den hatten wir schon mal gezeigt. Wir haben auch unsere Arcana jetzt zum Beispiel immer noch nicht ganz voll ausgebaut und können auch hier immer noch ein bisschen was drum ändern. Aber worum geht's? Und zwar kraftvolle Schnitte, schnelle Stiche, treiben dich voran, Dual Schwerter. Einzigartiges Merkmal wird hier nicht wirklich benutzt, effizient für schwere Attacken, wenn du Crower führst. Also hier werden wir mit dieser Waffe und Crower selbstverständlich noch ein bisschen stärker. 20% haben wir hier nicht, also wurde nicht benutzt. Ansonsten Blutrausch, wir haben auf Crit-Chance und unsere Combo-Dauer und Status-Chance. 80% Nahkampfschaden, die Reichweite erhöht und dann haben wir hier auf 85% Crit gesetzt nochmal oben drauf und dann geht der Rest jetzt nämlich hier auf unsere Werte, um am Ende Virusschaden zu machen. Also haben wir Gift, Kälte und noch mehr auf Gift und damit haben wir viel auf Gift. Und unsere Waffe ist ja schon auf Kälte und deswegen haben wir hier gut auch nachwirkenden Schaden und hätten auch locker noch ein bisschen größere Gegner weggekriegt. Das ist dann mit diesem Bild hier definitiv kein Problem, wenn man dann die Zeit hat. In so einem Meisterschaftsrang-Test ist ja wenig Zeit und deswegen kam unser Virusschaden hier wenig zum Einsatz. Aber der Rest der Kraft hat definitiv hier locker lässig ausgelegt, gereicht. Ansonsten möchte ich mal meinen, ist das mit diesem Bild, wie gesagt, für jeden Tenno zu schaffen. Aber nicht nur das, sondern es eigentlich würde ich mal meinen, bei den Gegnern, die da zu sehen waren, brauchen wir nicht unbedingt diese Waffe, sondern wir können auch einfach fast jede andere. Ich denke da so an den Wolfshammer, den könnte man definitiv nehmen und dann ist das Ganze mit kein Problem. Also wenn wir gerade auf große Schwerter zum Beispiel setzen, ja, dann passt das definitiv schon. Ja, so Wolfshammer und Kuva Schildeck zum Beispiel, Parasis wäre alles noch möglich, aber auch Grandao zum Beispiel würde derart große Gegner locker weghauen. Ich drücke euch jedenfalls die Daumen, bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen und drücke euch die Daumen, dass ihr euer Meisterschaftsrang Test Legendär 3 selbstverständlich genauso locker easy schafft wie ich und dann lasst gerne mal ein Like da oder abonniert den Kanal. Ansonsten danke fürs Zuschauen, man sieht sich, euer Remi.